Heute würde ich gerne Geo Evolution vorstellen. Wir behandeln überwiegend den neurologischen Patienten, das heißt Schädel-Hirntrauma, Schlaganfall, Hirnblutung und Ähnliches. Aber sowohl die orthopädischen Patienten als auch die neurologischen können Klientel sein. Yes. Okay. I think mine feels better. Yeah. It's up to 150 kilograms. Hallo, heute ist die Alexandra bei uns. Ich bin die Alexandra, wie gesagt, komme aus Mörs, bin 16 Jahre alt und möchte hier heute nochmal den Geo ausprobieren. Ich war hier auf der Reha-Messe und habe das dann gesehen, fand das ganz interessant, so mal auszuprobieren, wie man da reinkommt und was das bringt. Meine Beine wurden danach direkt lockerer. Ich sitze seit meiner Geburt im Rollstuhl und durch einen Sauerstoffmangel hat sich eine Tetraspastik entwickelt. Wie ist deine grundsätzliche Einstellung zu der Robotertherapie? Also ich finde das sehr gut. Ich glaube, das fördert mich auch und ich bin gespannt, was noch alles kommt. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los und es geht ab in den Geo. Ich habe von der Geschwindigkeit und von der Schrittgröße versucht, auf dich schon mal ein bisschen anzupassen. Wie ist es von der Geschwindigkeit? Können wir es noch verändern? Oh nein. Hast du das Gefühl, deine Muskeln werden lockerer? Sehr schön. Und das ist für dich natürlich ein schönes Gefühl. Ja, ist auch ein anderes Gefühl. Ich kenne das ja gar nicht. So, hier oben kannst du dann verfolgen, wie viel du schon gelaufen bist. Gebe ich dir mal hier ein bisschen mehr Unterstützung rechts. So Alex, wir machen jetzt mal eine kurze Pause, bis mir die Muskulatur nicht überfordert. Ja, okay. Aber bei einer kontinuierlichen Therapie. Ich kann mir auch vorstellen, dass es alles viel besser wird, wenn man das noch öfter macht. Ja, also von der Intensität wäre eben gut zweimal in der Woche 45 Minuten. Bei dir sind 16 Jahre und wir haben innerhalb von 10 Minuten Fortschritte. Ganz anders wie am Anfang. Ja. Ganz anders. Super. Also du bist absolut ein prädestinierter Patient für den Geo. Die sind sehr locker geworden. Also Muskulatur ist das auch mal nicht so gespannt. Genau, ja. Weil wir eben in kurzer Zeit sehr hohe Intensität fahren können, sind wir natürlich viel effektiver wie jetzt eine klassische Physiotherapie. Okay, ja, du hast mit Treppensteigen oder? Treppensteigen. Aber jetzt simuliert, wie du eine Treppe nach oben steigst. Das ist anstrengend. Ja, und wenn du jetzt mal weniger machst, dann hilft dir der Roboter immer noch. Ja? Ja. Genau das Tempo halten jetzt. Das ist genau richtig. Okay. Gut, wir stoppen. Okay, Alex, du hast jetzt 1000 Schritte hinter dir, 600 passive Schritte, 400 assistive Schritte. Wie geht's dir damit? Ich fühle mich sehr gut, also meine Beine vor allem sind sehr locker geworden. Dadurch und klar ist man jetzt ein bisschen erschöpft nach den ersten 1000 Schritten. Ich meine, das sind jetzt auch die ersten 1000 Schritte, die ich hier beim ganzen Leben gelaufen bin. Ich fühle mich auf jeden Fall gut. Gut, dann bedanke ich mich bei dir, bei Ihnen. Ja. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Danke. Ja. Okay.